Die Retter sind auf dem Weg zu einer Burganlage. Ein Bauarbeiter, der dort gerade Renovierungsarbeiten durchführt, hat vorhin panisch die Rettungskräfte gerufen und scheint sich auch jetzt nicht beruhigen zu können. Okay. Schnell! Was schnell? Wir sind schon die ganze Zeit da oben. Was, ich weiß nicht, ob das umbringen will, keine Ahnung. Da oben? Ja. Schau mal da oben, da oben. Kennen Sie den? Ja, kommen Sie mal her. Hallo! Ist die Feuerwehr, ganz ruhig, wir sind sofort da. Kommen Sie mal her zu mir, wo sind Sie? Hier. Wer sind Sie? Wer ist das? Sie sind Ihr Arbeitskollege. Wir arbeiten hier. Sie arbeiten hier. Wie ist der da hochgekommen? Keine Ahnung, wir haben eigentlich keinen Zutritt zu Bord. Wie heißt der? Mario. Mario! Ganz ruhig, wir kommen sofort zu dir! Die gemeldete Lage klang erstmal gar nicht so dramatisch. Eine Person in etwas höherer Lage. Ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, als wir hier eingetroffen sind, ist mir noch ein bisschen das Herz stehen geblieben, als ich den jungen Mann dann am Fenster oben gesehen habe. Und da ist natürlich für uns die Situation, ist das Suizid? Will er springen? Was passiert hier gerade? Und das gibt uns natürlich ein riesengroßes Fragezeichen. So. Sprungretter? Sprungretter, genau. Wo sind die Jungs? Einmal absitzen! Dann sag ich dir schon mal Bescheid, ne? So, einmal Sprungretter! Habt ihr gehört? Angriff so! Ich guck mal, ob die Tür auf ist. Okay, alles klar. Guck du mal nach der Tür. Die L schon mal. So, jetzt noch mal. Also, Ihr Arbeitskollege, ist der irgendwie krank? Hat der irgendwas? Nein! Möchte der sich umbringen? Der wird zum vierten Mal Vater. Niemals wird er Vater. Ja. Okay. Der wird sich doch nicht umbringen, aber ich warum sitzt er da oben? Ich brauche Arbeit. Wir arbeiten doch hier. Wir haben keine Schlüssel. Ach, Sie arbeiten nicht drin, Sie arbeiten nur hier draußen. Einmal drumherum. Okay, alles klar. Als Einsatzleiter habe ich natürlich die Lage erstmal zu sondieren mit den Kollegen zusammen. Und wir haben natürlich die ganz große Frage, was macht er da oben und wie kommt er da oben hin? Und vor allen Dingen, wie kommen wir an ihn ran? Tür ist zu, kommen die rein. Alles klar. Tür ist zu, habt ihr mitbekommen? Bleiben Sie ganz ruhig, wir kommen sofort zu Ihnen. Kommen Sie mal mit zurück. Okay. Wir brauchen jetzt auch gleich Platz hier. Ne? Wenn wir Sie brauchen keine Angst haben, die Kollegen stellen Ihnen da was drunter. Wir haben ja einen sogenannten Sprungretter, das heißt, den können wir wirklich ganz, ganz schnell in Stellung bringen. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Hüpfburg, ja. Das wird eben halt mit Druckluft ganz schnell aufgeblasen, drunter gestellt und somit haben wir schon mal zumindest eine erste Maßnahme. Bleiben Sie mal hier. Sprachnachricht bekommen von ihm. So, eine Sprachnachricht bekommen? Sitzt du da unten? Gespräch mitgekriegt, ne? Christian hat gesprochen. Er hat gesagt, dass die Firma in Schwierigkeiten steckt. Wir haben Geldprobleme. Die Firma hat Geldprobleme? Und ich habe mitgekriegt, dass die teuersten Mitarbeiter dran glauben müssen. Also die Firma hat Geldprobleme? Verstehst du? Ich kann die Firma nicht verlassen. Er will mich kündigen. Die Firma nicht verlassen? Überleg mal, wie lange bin ich schon dabei? Und ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich bin Vater. Bald zum vierten Mal. Ich muss meine Familie ernähren. Die Sprache habe ich gerade gehört. Ganz ruhig, ruhig, alles gut. Kann nicht, ich muss bleiben. Ich kann einfach nicht den Job verlieren. Verstehst du? Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe alles. Im weiteren Verlauf hatten wir die Gelegenheit, die Sprachnachricht abzuhören. Dann wussten wir endlich, um was es geht. Denn es ging hier um den Arbeitsplatz, um einen Protest, den er quasi macht. Und in dieser Sekunde war für mich klar, es handelt sich hier nicht darum, dass er irgendwie wirklich absichtlich springen möchte, sondern eigentlich nur der Hintergrund, etwas mitzuteilen. So, ganz kurz, kommt ihr mal hin. Also, ihr seid soweit fertig. Pass auf, ich würde vorschlagen, jetzt gleich, wenn die Drehleiter in Stellung gebracht wird, ja, dass einer von euch beiden, dass ihr nur schon mal bereit seid, dass einer vielleicht eventuell mit hochfährt. Ja? Ich überlege mir das noch, aber wir machen das gleich. Normalerweise ist es nicht üblich, dass ein Kollege vom Rettungsdienst mit in den Korb geht. In diesem Fall war es so, nachdem ich so diese Protestaktion so eingeschätzt habe, dass er jetzt nicht irgendwie springen will. Aber er war, ja, ich sag mal, so von der Person noch gut dabei, aber irgendwie aber auch komisch. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich nehme mal einen Kollegen vom Rettungsdienst direkt mit hoch. Und somit hatten wir quasi eine Person, die reden kann mit ihm, eine Person, die so ein bisschen medizinisch einschätzt, was ist mit ihm los. Und aus diesem Grund haben wir das hier ausnahmsweise so gemacht. Notfallsanitäter Luis Schwarz wagt sich mit dem Kollegen der Feuerwehr in luftige Höhe. Für den Fall der Fälle hat der Retter alles dabei, um den werdenden Vater gegebenenfalls medizinisch versorgen zu können. So, alles klar? Okay. Mario Friedmann signalisiert den Rettern, dass er keine Hilfe braucht und seine Aktion keinesfalls abbrechen will. Einsatzleiter Björn Eckhoff beobachtet das Geschehen mit großer Sorge. Schließlich besteht nach wie vor die Gefahr, dass der 43-Jährige doch noch springt. Alles gut? Wie weg? Was haben Sie denn für ein Problem? Ich verliere gerade hier meinen Job. Versteht er das nicht? Wir verlieren Ihren Job.
Aha. Und deswegen wollen Sie sich da runterstürzen? Der Vorgesetzte. Sind Sie der Vorgesetzte? Wollte denn Herr Kamp? Sie möchten mit dem Vorgesetzten sprechen, oder was meinen Sie? Ja, vorgefundene Lage. Eine Person im Turm am Fenster droht im Moment noch nicht direkt zu springen. Es sieht mehr so nach einem Protest aus. Moment. Einsatzleiter hört. Ja, er weckt, weil er irgendwie ein Problem hat, scheinbar, weil er wohl seinen Job verliert, möchte er mit seinem Vorgesetzten sprechen. Ja, beschäftige jetzt erstmal, wir holen den Vorgesetzten natürlich, sag ihm das. Ja, ja, ist gut. Haben Sie es mitbekommen? Ihr Chef wird informiert, ja? Soll ich hinkommen? Ja, dann kommt ihr hin. Wir kommen noch ein Stückchen näher ran, okay? Nein. Warum denn nicht? Wann kommt er denn? Ja, das weiß ich nicht. Wo wohnt er denn, wissen Sie das? Wissen Sie auch nicht. Ja, ich ja auch nicht. Kann ich Ihnen mal kurz ein paar Fragen stellen? Ja, bitte. Wie lange sitzen Sie denn da schon am Fenster? Ja, Stunden schon. Wir würden jetzt mal noch ein Stückchen näher kommen, ne? Stunden? Ja. In der Hitze? Meinst du, ich dürfte einfach mal näher zu Ihnen rankommen, dass man dementsprechend auch mal kurz Sie untersuchen dürfte? Sind Sie damit einverstanden? Ja, oder werfen Sie mir Wasser? Ich habe kein Wasser dabei. Wir kommen mal rangefahren, ja? Sie haben eine Kette um? Ja, super. Okay. Einsatzleitung von Driel. Einsatzleitung hört. Ja, Patient ist dehydriert, weil er schon ein paar Stunden hier in der Hitze sitzt. Und er hat eine dicke Kette oben. Dicke Kette um den Bauch. Dicke Kette um den Bauch. Dehydriert, habe ich verstanden. Alles klar. Wie ist die Lage im Moment? Kommst du mit ihm klar? Kannst du mit ihm reden? Wir versuchen jetzt gerade mit Ihnen ein bisschen Kontakt aufzunehmen und darf Ihnen noch ein bisschen Flüssigkeit geben. Vielleicht hat er schon mal die Trage in Bereitstellung. Trage in Bereitstellung. Wir sind auch parallel dabei, die Türen aufzumachen, damit wir durch den Flur hochkommen. Aber das dauert noch. Also ihr seid erstmal auf uns selbst gestellt. Als Einsatzleitung mit den Kollegen zusammen müssen wir natürlich jede Sekunde Entscheidungen treffen. Und von daher war hier die Zusammenarbeit natürlich enorm wichtig, gerade per Funk natürlich auf diese Entfernung. Das heißt, der Leiterführer war oben mit dem Rettungsdienst, hat mit ihm kommuniziert. Wir haben unten alles abgesichert, damit auch nichts passieren kann. Und das war auch genau der richtige Weg. Leitstelle Köln für 1, EGW 1. Schön. Ja, wir haben als erstes Person soweit sicher, hatte sich selbst angegurtet oder angekettet, wird jetzt vom Rettungsdienst im Korb versorgt. Frage, habt ihr die Möglichkeit mal zu eruieren, wer die Frau sein könnte, die soll hochschwanger sein, dass wir hier mal vielleicht eine Kommunikation herstellen können. Bitte einmal die Frau kontaktieren, wenn möglich, und zur Einsatzstelle bringen. Von der Drehleiter aus legt Notfallsanitäter Louis Schwarz dem werdenden Familienvater zur Flüssigkeitszufuhr einen Zugang mit einer Kochsalzlösung. Der Kollege von der Feuerwehr bereitet parallel die Bergung des Patienten vor. Obwohl die Ehefrau noch nicht verständigt wurde, taucht diese plötzlich am Einsatzort auf. Okay. Was ist denn hier los? Ja, Sie sehen ja, hier läuft ein Feuerwehreinsatz gerade. Vermute mal, wenn es Ihr Mann ist, dass er gerade, ja, in einer sehr misslichen Situation ist. Es erlebt, ist alles gut, ja, aber wenn Sie einmal nach oben schauen, da oben ist Ihr Mann gerade zugange, der uns hier gerade... Bei der Feuerwehr und generell ist es natürlich so, man weiß nie, wie die Situation sich entwickeln. Und genauso war es hier, auf einmal tauchte eine schwangere Frau auf. So, okay, auf einmal steht eine schwangere Frau mitten in der Einsatzstelle. Ja, wir haben dann erfahren, es ist die Frau, ja, hochschwanger, bringt uns natürlich in eine völlig neue Situation. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Person da oben am Fenster, sondern habe jetzt eine hochschwangere Frau, die gerade erfährt, dass ihr Mann da oben ist. Was macht der denn da oben? Ja, schauen Sie sich an. Gucken Sie am besten gar nicht hoch. Ihr Mann hat sich da oben festgekettet. Es geht wohl um den Arbeitgeber irgendwie, der wohl finanzielle Probleme hat. Ja, und ihr Mann hat sich da oben festgekettet und protestiert und drohte, da runter zu springen. Mario, was machst du denn da oben? Ganz ruhig. Okay, schauen Sie mich mal an. Okay, also. Wie gesagt, er wollte da runterspringen, wir haben ihn aber schon so weit sicher, es kann nichts mehr passieren. Sie wollten ihm jetzt einfach nur essen. Ich wollte ihm einfach nur das Essen, er hat das auf der Arbeit vergessen. Eine Sekunde. Einsatzleitung hört. Warten Sie mal. So, die Kette haben wir los. Warte. Genau, und er möchte auch, dass seine Frau sich nicht aufsieht. Hören Sie, er spricht sogar mit Ihnen. Es ist alles gut soweit. Winken Sie einmal hoch. Er sieht das auch. Winken Sie einmal. Mario, was machst du denn? Okay, alles gut. Nee, keine Vorwürfe. Alles gut. Könnt ihr euch... Stimmen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit mir. Und ich würde vorschlagen, schauen Sie mal, Kommen Sie mal einfach mit. Ganz ruhig. So, also ganz ruhig. Ich bin der Ralf Burgmüller. Der Kollege kümmert sich jetzt einfach mal mit mir. Ja? Wir haben alles im Griff. Ne? Wir kümmern uns um alles. So, genau. Mario, sind Sie jetzt damit einverstanden, dass wir einfach zu Ihrer Frau runterkommen? Ja, okay.
Alles gut? Oh, ich glaube. Ja, genau, setz dich mal dahin. Ich wie viele Tamponen hat ist die glaub, Schwangerschaft? Am sechsten, ich glaube. Am sechsten Monat. Oh mein Gott, ich glaube. Okay, aber es war soweit alles in Ordnung? Ja, das ist auch viel zu früh für jetzt. Ja, die hatten natürlich jetzt die Aufregung. Ich massiere mal hier so ein bisschen. Merken Sie, das müsste Ihnen jetzt relativ gut tun, ne? Ja, ja. Ja? Ja. Wird das jetzt ein bisschen besser? Ja, ein bisschen. Es kann bisschen. Mal eine kleine Wehe sein, aber die kann man durch den Stress auch mal haben, ne? Ja, okay. Jetzt beginnt der gefährlichste Moment der Bergung. Der Patient ist nicht mehr mit der Kette gesichert und sein Leben liegt sprichwörtlich in den Händen der Retter. Seine Existenz hingegen in den Händen seines Chefs. Und dieser ist nun endlich angekommen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Ich passiere noch mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Ja? Leute! Ja. 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 Was ist hier los? Hallo, wer ist? Ja, ich sehe da Mario Gonzalez. Hallo, hallo, wer sind Sie bitte? Wer sind Sie? Christian Kampf, ich bin der Bauleiter hier. Du bist schuld, das ist der Mario da oben. Ich bin schuld. Ja. Wir wollen niemanden. Ja, wir wollen niemanden entlassen. Das hätten wir uns doch schon gesagt. Ja, hast, mit wem hast du heute Morgen telefoniert? Mit einem Kollegen. Ja, und was war das für ein Gespräch? So, dann gehen wir mal zu Ihrer Frau. Alles gut. Okay. Da ist Ihre Frau. Was machst du hier? Ich wollte dir dein Essen bringen. Wie geht's dir? So, ganz ruhig, ganz ruhig. Regen Sie sich nicht auf. Ne? Sie wissen, Sie sind schwanger. Ganz ruhig. Ja, er ist ja da. Er ist ja da. Ich weiß bloß nicht, dass er mich kriegt. Sehen Sie was mit? Ich habe Ihnen versprochen, wir bringen ihn heile runter, da ist er, okay? Danke. So, haben wir schon mal das Erste. Mario, hallo Christian. Was ist mit Kündigung? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Bauleiter. Der Bauleiter hier von dieser Baustelle? Ja, richtig, genau. Das sind meine beiden Angestellten. Ja. Ah, okay, gut, alles klar. Also, ich versuche das mal so ganz vorsichtig zu umschreiben jetzt irgendwie. Wie sieht es mit Ihrer Firma? Also, ich meine, das müssen wir jetzt hier nicht besprechen, ne? Aber es ist wohl so ein bisschen aufgekommen, dass es Ihrer Firma nicht ganz so prickelnd läuft oder gut läuft, beziehungsweise oder nicht so gut steht. Ja, so kann man es vielleicht besser. Wir haben jetzt momentan einen kleinen Engpass. Ne? Genau. Ist auch völlig in Ordnung, ja. Hat uns nicht zu interessieren. Du hast das diesen jungen Mann hier unheimlich natürlich in eine Bredouille gebracht, weil er Angst um seinen Arbeitsplatz hat. So. Was ist denn das denn? Ich habe nur mitgekriegt, dass die Teufel jetzt dran glauben müssen. Ist er jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, er hat einfach Angst um seinen Arbeitsplatz heute gehabt. Heute Morgen das Telefonat mit dem Geschäftspartner. Ja, genau. Und warum denkst du, dass du das bist? Die teuersten sind wir, ja, wir haben die höchsten Gehälter und wir haben gesagt, okay, damit wir euer Gehalt bezahlen können, sparen wir das ein. Ist doch nicht auf dich und Jan bezogen. Okay. Komm doch zu mir und frag doch nach. Ja. Aber Sie sehen ja jetzt erstmal, erst Moment. Ja, ist er nicht fit und so weit jetzt wieder, ja? Alles ja, gut. Ist noch nicht fit, wir ja, sind sonst... ins Krankenhaus, okay. Die Kollegen, wie sieht es aus bei euch? Ja. Nee, also er wird uns auf jeden Fall aufgrund der Dehydration mit in die Klinik begleiten. Ja. Und ich denke, seine Frau kann uns gerne Sie dürfen auf jeden Fall mitfahren, ja, ist kein Problem. Ja. Ja. Also, wenn man Probleme hat, und wir haben ja hier gemerkt, es ist ein Missverständnis gewesen. Ich kann wirklich nur eindringlich davor warnen, ja, sowas zu versuchen, sowas zu machen. Er hätte jederzeit abstürzen können. Es war lebensgefährlich, was er gemacht hat. Und es hätte keinem geholfen, vor allen Dingen nicht der Frau. Und ja, sowas bitte, bitte, bitte unterlassen. Mario Friedmann konnte die Klinik schon am selben Tag verlassen. Seine schwangere Frau blieb allerdings für eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik. Zum errechneten Geburtstermin brachte die 38-Jährige einen gesunden Jungen auf die Welt. Ihr Mann und dessen Kollege arbeiten weiterhin für die Baufirma.